Dankeschön. Ja, erstmal schön, dass ich ein so schönes Publikum hier habe. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Heute Morgen, ihr wart da wahrscheinlich auch in dem Vorläufervortrag. Da wurde einiges schon gesagt, was ich im Prinzip auch ansprechen werde, aber vielleicht mit einem anderen Twist, sage ich mal. Als allererstes von mir eigentlich ein ähnlicher Kommentar wie von der Vorsprecherin. Der Architektur-Track wurde vom Conference Day auf den Agile Day verlegt. Das heißt, was ich heute erzähle, ist jetzt nicht unbedingt generisch agil. Aber auf der anderen Seite verorte ich mich persönlich in der agilen Gemeinde. Und es werden einige Dinge zu Tage treten, die ganz einfach in den agilen Werten und in den agilen Methodiken sich wiederfinden. Und ich persönlich habe auch ein bisschen ein Problem mit dem Thema Architektur, weil, oder sagen wir mal weniger mit dem Thema Architektur, sondern mit der Rolle eines Architekten. Weil meines Erachtens ist Architektur emergent. Und Architekturaufgaben gehören nicht in eine dedizierte Abteilung, die als Big Brother is watching you irgendwo über Ihnen steht, sondern das ist Ihre Aufgabe als Entwickler, sich um Architektur zu kümmern. In diesem Sinne mein Vortrag. Größe zählt, Perfect 10. Schauen wir mal. Ich habe mir gedacht, wenn ich in Karlsruhe bin und über Architektur spreche, dann sollten wir mal über Zürich sprechen. Warum über Zürich? Das ist eine alte Ansicht hier aus dem Jahr 1880. Das Ganze findet man an der ETH in deren Archiven. Und ich habe hier mal Alfred Wulfschläger zitiert von der Schweizer Nationalbank, seines Zeichens damals Projektverantwortlicher für eins der Kernsysteme der Schweizer Nationalbank, mit denen die ihre Goldreserven verwaltet haben. Also ich sag mal, mehr businesskritisch für die Schweiz geht nicht. Und er hat gesagt, ein Softwaresystem ist wie die Stadt Zürich. Sie existiert, sie wird größer, sie wird kleiner. Es entstehen neue Strukturen, wie hier ein Damm, auf der die neue Eisenbahn läuft, Industriegebiete. Die Industriegebiete verwandeln sich dann in Wohngebiete und solche Sachen. Aber es bleibt immer die Stadt Zürich. Das heißt, wir haben Systeme heutzutage, die sind lange in Betrieb und die sind länger in Betrieb, als wir eigentlich dachten. Aber es bleiben immer dieselben Systeme, sie verändern sich, die Anforderungen verändern sich, die Struktur verändert sich, aber es bleiben die Systeme und wir müssen diese Systeme weiterentwickeln und warten. Das heißt also, wir haben den Software-Lebenszyklus auch im agilen Umfeld, wo das Ganze mehr zusammengefasst wird, aber im Prinzip haben wir eben die Entwicklung, Inbetriebnahme, Betrieb, Außerbetriebnahme bzw. Ablösung. Und wenn man sich die Kosten dafür anschaut, Gartner-Untersuchung, das ist aus einer Untersuchung, die nennt sich The Cost and Risk of Application Development Decisions. Und diese Grafik hier, die ich aus diesem entnommen habe, da ich sie nicht kopieren konnte, nachgebaut habe, ist unterstrichen, what the CFO wants to know and the project manager wants to hide. Das ist nämlich ganz einfach. Die Kosten, die Sie für ein System haben, im ersten Jahr, Sie entwickeln das, 50-60% der Kosten gehen in die Entwicklung. Sie haben Kapitalkosten, das heißt Hardwarebeschaffung, Lizenzbeschaffung, solche Dinge. Und Sie haben 20-35% Wartungskosten. Und im zweiten Jahr haben Sie 20-35% Wartungskosten und so weiter und so fort. Das heißt, wenn Sie hier über 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre Ihr System betreiben, ist das, was hier vorne
für Initialentwicklung und Kapital ausgegeben wird, vernachlässigbar. Weil ihre tatsächlichen Kosten stecken in Erwartung. Und was eben sehr interessant ist an dieser Studie ist, Gartner spricht nur von Wartung. Dazu kommt natürlich noch die Weiterentwicklung. Ja, schauen wir uns mal an, was wir für einen Aufwand für die Neuentwicklung haben. Die agile Gemeinde hat sich mehr oder weniger darauf geeinigt, dass es 4 Projektvariablen gibt. Ressourcen, Scope, also Funktionsumfang, Qualität und Zeit. Und die Zeit ist ja im Wesentlichen unser Aufwand, Personentage. Das heißt also, wenn wir dieser Definition folgen wollen, dass der Aufwand eine Funktion vom Funktionsumfang und der Qualität ist. Wo es immer noch einen Streit um das Thema Qualität gibt, ist das nur Aufwand vermehrend oder vermindernd? Lassen wir es mal einfach so stehen. In der Betriebsphase haben wir einmal das Thema Wartung, das heißt also Fehlerbehebung, Anpassung an irgendwelche Änderungen, neue Betriebssysteme müssen eingeführt werden, neue Datenbanken, was auch immer. Das bringt mir ja keinen Mehrwert, sondern das ist ja nur das, was mein System am Laufen hält. Und dann habe ich natürlich das Thema Weiterentwicklung, das heißt, ich will neue Funktionalität oder bestehende Funktionalität muss geändert werden, zum Beispiel aufgrund von gesetzlichen Vorgaben oder weil meine Kundschaft das einfach braucht aus anderen Gründen. So, was ist denn jetzt nun der Aufwand für die Betriebsphase für Wartung und Weiterentwicklung? Da würde man ja erstmal naiv sagen, genauso wie bei Neuentwicklung, hängt ab von Funktionsumfang und Qualität. Sollte ja so sein, oder? Idealerweise. Naja. Ich bin Physiker. Was macht ein Physiker, wenn er eine Frage gestellt bekommt? Er kennt die Antwort nicht. Er macht ein Experiment. Das Experiment habe nicht ich gemacht, sondern das wurde in Schweden gemacht. Es wurde eine Aufgabe ausgeschrieben für ein Softwaresystem an 4 Systemhäuser. Alle 4 Systemhäuser haben ihre eigene Implementierung geliefert. Diese 4 Implementierungen wurden in Betrieb genommen und immer wenn ein Nutzer sich eingeloggt hat, hat er per Zufallsgenerator 1 von diesen 4 Systemen zugewiesen bekommen. Das heißt also, wir haben eine Nutzung des Systems oder aller 4 Systeme auf einer probabilistischen Weise. Das heißt also, jedes System wird von gleich vielen Nutzern, aber nicht immer den gleichen genutzt. Das hat man mehrere Jahre lang gemacht. Und dann hat man gesagt, Thema Weiterentwicklung, wir brauchen neue Funktionalität, Änderungen und die sollen eben in allen Systemen gemacht werden. Dann hat man einen Experten dran gesetzt, hat gesagt, schau dir mal diese 4 Systeme an. Schätz mal ab, welches dieser 4 Systeme braucht am wenigsten Aufwand, um diese Änderungen einzuführen. Der Experte hat sein Expertenwissen angewandt und hat sein Ranking abgegeben. Und dann hat man geschaut, was ist denn der tatsächliche Aufwand? Und hat mal geschaut, womit korreliert denn das überhaupt? Man hat keine Korrelation mit irgendwas gefunden, auch nicht mit Qualität oder technischen Schulden, außer mit der Größe. Das System, was den wenigsten Aufwand hatte, war das kleinste System und das war relativ schlecht implementiert. Was heißt das für uns? Ganz offensichtlich, in unserer Formel für den Aufwand, ich sage mal unsere imaginäre Formel, wir haben jetzt keine wirklich aufgestellt, für die Berechnung des Aufwandes kommt ein weiterer Parameter hinzu, nämlich der Codeumfang.
Und dann sehen wir natürlich schon, da freut sich wieder der Physiker, wir haben hier ein rückbezügliches System. Das Ganze ist nicht mehr linear, sondern rückbezügliche Systeme haben so recht nette Eigenschaften, die es relativ schwer machen, das dann zu handhaben und vorherzusagen. Im vorherigen Vortrag haben wir sehr viel gehört, was eine Architektur sein muss, wie sie aufgebaut sein muss. Die Qualität muss so sein und es muss aber offensichtlich, also sagen wir mal so, es ist nachvollziehbar. Wir wissen, dass Komponenten, isolierte Komponenten einfach besser sein müssen als Spaghetti-Code. Aber ganz offensichtlich ist dieser Effekt nicht so groß wie der Effekt, der einfach dadurch passiert, dass wir diesen nicht-linearen Einfluss von dem Codeumfang haben. Und wenn wir optimieren wollen, und wir wollen ja immer optimieren, dann müssen wir an der richtigen Stelle drehen, an der richtigen Schraube drehen. Und das ist natürlich da, wo der größte Effekt ist. Also am Codeumfang. Und deshalb ist your size XS. Es kann nicht anders sein. Das heißt, was können wir eigentlich tun, um unseren Codeumfang klein zu halten? Naja, wir fangen mal an, Funktionsumfang klein halten. Das heißt, wir kennen ja unsere liebe Frau Yagni. Was ich nicht brauche, sollte ich auch nicht implementieren. Das gilt natürlich auch in den Anforderungen. Aber ich denke mal, dass die Frau Yagni eine Liste hat, die INIA heißt, you don't need it anymore. Das, was ich nicht mehr brauche, sollte ich auch nicht im System haben. Auf der Funktionsseite. Und wenn wir uns jetzt in agilen Umfeld bewegen, dann haben wir natürlich die wertbasierte Priorisierung. Mein Kunde sagt mir, was ist sein höchster Wert, und dann sollte ich mich bitte sehr auch daran halten, nur das implementieren, was mein Kunde sagt, das ist am wertvollsten. Und das, was sozusagen rausgefallen ist an gewünschter Funktionalität, muss auch weg. Das gilt dann entsprechend auf der Implementierungsseite genauso, nicht nur auf der Requirements-Seite, sondern eben der Code. Keine unnötige Funktionalität implementieren, nicht auf Vorrat, so nach dem Motto, ah ja, das weiß ich ja sowieso, das wird dann kommen. Ich baue mal schnell ein Framework für. Brauchen wir es nachher? Nein. Oder wahrscheinlich nicht. Selbe Thema, optimieren. Also gerade in Entwicklung, klar, Kulturen, die so aus der C-Seite kommen, die fangen erfahrungsgemäß damit an, irgendwas ganz schnell zu machen. Und die Leute, die so mehr aus der Extreme Programming-Seite herkommen, so, wo ich meine agilen Wurzeln sehe, make it run, make it right, make it fast. Und das Letzte ist die Frage, ob man es wirklich muss. Erst wenn ich feststelle, dass ich zu langsam bin, dann kann ich anfangen zu optimieren. Vorher ist es rausgeschmissen. Zeit. Und eben unter Umständen auch lässt es mir meinen Code auf. Und dasselbe wieder, nicht mehr benötigten Code entfernen. Natürlich sicher entfernen, weil Abhängigkeiten haben wir nun mal. Und ich muss natürlich aufpassen, dass ich da nicht mir den Ast absäge, auf dem ich sitze. Wie gesagt, wir reden hier eigentlich in einem Vortrag, der genauso an nicht-agile Leute sich wendet. Codeumfang klein halten. Die Implementierung suchen oder nehmen, die einfachste ist. Es gibt eine Studie an der TU München gemacht, von unter anderem Elmar Jürgens, der, glaube ich, gestern gesprochen hat. Die haben ein
einen Test gemacht. Sie haben eine sehr, sehr klar definierte Aufgabe an 400 Studenten gegeben. Die haben vorgeschrieben, die Aufgabe, die Implementierungstechnologie, musste Java sein. Die haben die Requirements in Form von einer Testsuite zur Verfügung gestellt. Das heißt, alle Lösungen mussten gegen diese Testsuite laufen. Und nur wenn die Ergebnisse korrekt waren, wurden diese Lösungen anerkannt. Die 400 Studenten mussten in 2-3er-Teams arbeiten und ihre Lösungen eingeben. Von den 154 Lösungen oder 159, irgendwas in der Größenordnung, waren 109 Lösungen valide. Also sprich, die haben das richtige Ergebnis geliefert. Und von diesen 109 Lösungen, die waren alle unterschiedlich. Die kürzeste hatte 8 Zeilen und die längste 55. Und die hatten unterschiedliche Verschachtelungstiefe und unterschiedliche zyklomatische Komplexität. Das heißt, man sieht hier schon, sag mal, Faktor 10 fast, an Code, den ich mir mehr generiere oder den ich einsparen kann, wenn ich nach einfachen Lösungen, nach einfachen Implementierungen suche. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, eine moderne Implementierung von Occams Rasiermesser. Der Sir Occam 1200 Ungrad hat damals schon gesagt, so nach dem Motto, mehr so eine Wissenschaftstheorie, alles, was nicht notwendig ist, um etwas zu erklären, sollte man weglassen. Genauso hier, alles, was nicht notwendig ist, um es zu implementieren, sollte nicht da sein. Albert Einstein, auch ein Anhänger von Occams Rasiermesser, hat gesagt, man muss die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Es gab vor ein paar Jahren so dieses Schlagwort Reducing Complexity und dann ging es eigentlich, wenn man sich das so angehört hat, meistens darauf hinaus, dass ich auf meiner fachlichen Seite Komplexität einfach ausblende. Das ist okay als erste Näherung, aber wenn diese Komplexität genau das ist, was die Fachlichkeit meines Kunden ausmacht, wenn ich im Bankenanlagegeschäft tätig bin und ich muss diese Risikoberechnungen für irgendwelche Derivate machen, dann kann ich nicht einfach sagen, schmeiße ich halt die zweite Rückkopplung weg und damit wird das schon irgendwie gut gehen. Nein, das macht es genau aus. Ja, wie kann ich meinen Code klein halten? Indem ich natürlich vermeide, irgendwelche Redundanzen zu haben. Also Copy und Paste leider immer noch eine der am weitesten verbreiteten Entwicklungsmethodiken. Sollte man natürlich vermeiden. Man sollte nach Möglichkeit eine durchgängige Technologie haben, weil an den Schnittstellen habe ich ja immer so meine Objekte, die eigentlich dasselbe einmal auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite wieder darstellen. Das sind Überlegungen, die man gerade natürlich am Anfang eines Projektes machen kann. Bei bestehenden Projekten ist das natürlich vielleicht schwieriger. Muss nicht sein. Also typische Anforderungen bei unseren Kunden. Wir haben eine Rich-Client-Applikation. Wir möchten jetzt zusätzlich eine Web-GUI haben. Muss ich dann jetzt plötzlich an meine bestehende Technologie unbedingt einen JEE-Server daran platschen und eine Java Server Faces-Anwendung davor setzen? Wahrscheinlich nicht, weil meine bestehende Technologie hat sicher irgendwo auch ein Web-Framework. Also nehme ich doch bitte sehr die. Refactoring ist auch eine Art von Optimierung des Codeumfangs. Und meines Erachtens ist alles, was zum Thema Aufräumen gehört,
nicht eine Aufgabe, die ich einen Monat nach dem Ausrollen mache und da nichts Wertvolles generiere, sondern das ist etwas, was wir Entwickler jeden Tag machen müssen. Wir müssen sozusagen unser Architektendenken an der Stelle leben. Und das kann man nicht trennen, meines Erachtens. Das ist völlig gegen den agilen Gedanken. Und dementsprechend ist es natürlich eine kontinuierliche Aufgabe. Wir müssen, wenn wir unseren Source Code anschauen, wir haben ja nicht nur das, was wir in unsere Methoden reinschreiben und implementieren, sondern wir haben oben erst einmal, je nachdem welche Technologie wir haben, include das, lade jenes und da haben wir so viel irgendwas da stehen. Das ist natürlich auch Code. Und was macht dieses include das? Das holt mir dann typischerweise auch noch Code rein, den ich nicht kenne oder der von jemand anders ist, der aber schlicht und ergreifend dazugehört. Was weiß ich, Persistency Frameworks oder sonst irgendwelche Sachen. Wenn ich an solche Sachen denke wie Dependency Injection, das ist eigentlich schon fast ein Anti-Pattern, wenn man an kleinhaltende Codebasis denkt. Weil auf einmal habe ich Funktionalität in irgendwelchen XML-Dateien, die außerhalb meines Codes ist. Das kann kein Mensch mehr nachvollziehen. Es ist unheimlich komplex und bläht den Code auf. Also ich sag's mal so, nur weil es viel gemacht wird oder auch von vielen Experten empfohlen wird, muss es nicht unbedingt gut sein. Überlegen Sie sich, ob Sie Wiederverwendung wirklich benötigen. Wenn Sie in Ihrem Einzelprojekt drin sind, muss ich dann wirklich ein generisches Framework für X und Y schreiben? Brauche ich das wirklich? Für mich ist das auch sehr eine Entscheidung, die man immer wieder neu treffen muss und wo man sich einfach sozusagen den inneren Trieb des Entwicklers, der optimieren will, nachgeben muss oder sollte. Ich weiß gar nicht, der Zuhörer ist gerade, glaube ich, nicht hier. Es wurde im letzten Vortrag gesagt, das hängt ja auch von der Technologie ab. Das heißt, wenn ich Technologie A oder B verwende, dementsprechend kann ich solche Sachen eher machen oder nicht. Was haben wir? Wir sollten sozusagen eine maximale Semantik haben. Wir müssen alle Dinge aussprechen können, alle implementieren können, alle Erweiterungen leicht vornehmen können bei einer minimalen Syntax. Das heißt also wenig lernen, wenig schreiben. Die Sprache muss sehr expressiv sein. Wir hatten im vorherigen Vortrag ABAP 10-mal weniger expressiv als Java. Das heißt also, eine ABAP-Applikation, die das Gleiche macht wie die entsprechende Java-Applikation, ist 10-mal so groß. Schauen wir auf unser Thema. Wie gut kann ich das warten? 10 hoch x-mal mehr Aufwand. Weil wir nicht linear sind. Und das X kennen wir nicht. Da wir davon reden, Maintenance, Wartung, Weiterentwicklung, selbst wenn Sie auf Ihren Code einen Monat später schauen, müssen Sie erstmal überlegen, was habe ich da eigentlich gewollt. Schauen Sie auf den Code von jemand anderen, fragen Sie sich, was hat der eigentlich gewollt? Das heißt also, der Code muss auch nach Jahren noch verstanden werden können. Und zwar schnell verstanden werden können. Das heißt, Ihr Code muss sprechend sein. Keine kryptischen, C-typischen Dinge oder so Unix-typischen Dinge, sage ich mal, sondern das, was eigentlich in Domain-Driven Development verlangt wird, diese ubiquitous language. Eine Sprache über das gesamte System
ist, wie man so schön sagt, das soziotechnische System. Das fängt nämlich beim Endanwender an. Und die Sprache des Endanwenders, das ist die Sprache, die Sie sprechen, auch als Entwickler. Und was sehr helfen kann, das sind domainspezifische Sprachen, also DSLs. Damit können Sie natürlich auch, weil die einfach speziell auf diese Domäne zugeschnitten sind, können Sie sehr gut Ihre Programmierung ausdrücken, Ihre Fachlichkeiten ausdrücken und damit den Code schön klein halten. Und wenn wir uns außerhalb von DSLs bewegen, dann sollten wir sowas wie eine generische DSL haben. Das heißt, wir sollten eine Sprache, eine Programmiersprache haben, die es erlaubt, in Domain-Entitäten zu reden. An der Stelle einer der wenigen Hinweise auf meine, womit ich Geld verdiene, das ist das, wo Smalltalk herkommt. Smalltalk ist gedacht als eine generische DSL von den Entwicklern von Smalltalk, damals am Palo Alto Research Center, weil die ganz einfach beliebige Domänen möglichst natürlich sprachig darstellen wollten. Und dementsprechend, jeder, der vielleicht mal Smalltalk-Code gesehen hat, der wird sehen, okay, das sieht aus wie Englisch, aber da ich ja von Java komme, verstehe ich es erstmal nicht. Sie können, ich sag mal, Ruby oder ähnliche Sprachen, Sie können auch Java genauso verwenden. Aber eben, ich sag mal, die Denke ist eine andere. Nicht technisch denken, sondern in der Domäne denken. Mein System sollte so geartet sein, dass ich es leicht formen kann, leicht verformen kann. Das heißt, alles, was ich an Neuerungen, Änderungen einführe, sollte so unabhängig wie möglich vom existierenden Code sein. Es kann natürlich nie völlig unabhängig sein, weil dann wäre es ja ein isoliertes System. Aber wenn ich irgendwelche Änderungen mache, sollte die Auswirkung auf andere Sachen minimal sein. Das heißt also Fernwirkungen. Ich mache hier irgendwas und da hinten passiert irgendwas. Schmetterlingseffekt, sage ich mal. Sack Reis fällt um und da gibt es eine Überschwemmung. Sollte nicht sein. Es gibt Technologien, die erzeugen Fernwirkungen per ihrer Implementierung. Das sind die Technologien, die statisch typisiert sind. Dynamisch typisierte Technologien sind da wesentlich im Vorteil, weil da bleiben Änderungen lokal. Da gibt es einen IEEE-Software-Artikel, wo man da schnell mal einsteigen kann, den Sie sich, wenn Sie Lust haben, gerne besorgen können. Natürlich kann ich auch mit dynamisch getypten Sprachen schlecht programmieren, das ist gar kein Problem. Spaghetti-Code oder ähnliche Sachen, da sind wir wieder beim Thema des vorherigen Vortrags. Wir sollten lose Kopplung haben, wir sollten Komponentenbildung haben und so weiter und so fort. Ich denke mal, das ist etwas, was wir jeder intuitiv versteht. Bedeutet aber auch, dass das eine Möglichkeit ist, meinen Code klein zu halten. Andernfalls, wenn wir diese Fernwirkungen nicht vermieden haben, dann, wenn wir hier etwas ändern, dann geht es wie eine Welle durch das gesamte System und dann kommt es zu Brüchen. Und das ist oftmals dann erst, taucht es auf, wenn der Kunde anruft und sagt, Hilfe. Klar, je weniger Auswirkungen auf andere Code-Teile ich habe, umso geringer ist der Implementierungs- und eben auch vor allen Dingen der Testaufwand. Wie gesagt, wir sind im agilen Thread, hier der, oder Track der Konferenz. Wir haben gesehen, wir haben Konzepte wie Yagni, wir haben Simplest
possible thing that could work. Wir haben Refaktorisierung, wir haben alle diese Sachen, die in agilen Prozessen entstanden sind, aber die wir in Wasserfallprozessen genauso anwenden können. Wenn wir diese Dinge schon tun, wenn wir erkannt haben, wir müssen sie tun, dann bin ich hier wieder beim Thema Continuous Delivery. When it hurts, do it more often. Das heißt, alle diese Dinge, die wir als wichtig erkannt haben innerhalb unserer Möglichkeiten in unserem Projekt, die sollten einfach tägliches Handwerk werden. Unser Mantra, einfach klein ist schön, small is beautiful, simply small, wie auch immer Sie das sehen wollen. Ich habe hier diesen netten kleinen Glückskäfer genommen als kleines, niedliches Symbol. Das habe ich letztes Mal in einer Fernsehsendung gesehen, wo es um Schädlingsbekämpfung im Wald ging. Aus Sicht einer Laus ist der alles andere als klein. Ja, ein kleines Praxisbeispiel aus unserer eigenen aus meinem persönlichen Geschäft von unserer Firma. Gibt es andere aus dem Kundenbereich, wo ich drauf referenzieren könnte, aber Smalltalk ist 1980 als imagebasiertes System publik gemacht worden. Imagebasiert bedeutet, ein Image ist ein Speicherabzug, den kann ich abspeichern, mein System dann zum Beispiel auf einen anderen Rechner übertragen, dort anstarten, es geht genau an der Stelle weiter. Und der Entwicklungsprozess über die verschiedensten Firmen, wo das Smalltalk-System weitergegeben wurde, ist immer so gewesen, abspeichern, weitermachen, abspeichern, weitermachen. Das heißt, die Objekte, die wir heute in unserem System haben, das sind die identischen Objekte von 1980. Das heißt, wir haben extrem lange Laufzeit dieses Systems. Wenn Sie daran denken, dass unsere Kunden irgendwo geschäftskritische Applikationen damit betreiben und eine sozusagen so lange gewachsene Technik darunter haben, ist das, denke ich, ein sehr gutes Beispiel für ein langlebiges System. In unserer Produktentwicklung, für unsere IDE und unsere Server-Frameworks und so weiter, haben wir vor 3-4 Jahren in etwa das Produktmanagement entschieden, wir müssen aufräumen. Wir haben ca. 30% Code weggeschmissen. Für unsere Kunden ist es absolut wichtig, Rückwärtskompatibilität zu haben. Wir können denen nicht sagen, oh Gott, jetzt macht ihr mal eure komplette GUI neu, weil wir wollen was Schönes Neues machen. Auch unsere Virtual Machine ist um 30% kleiner geworden, bei gleicher Funktionalität. Das hat uns erst einmal die Ressourcen freigemacht, um Innovationen durchzuführen. Und das ist einfach ein Beispiel, sage ich mal, um sozusagen das Potenzial mal aufzuzeigen. Unser Entwicklerteam mit allem drum und dran, ca. 35 Leute. Und ich denke, das ist ein ziemliches Leistungsbeispiel. Ja, an der Stelle möchte ich mal den Ball an Sie abgeben. Was sind denn Ihre Erfahrungen zum Thema Wartbarkeit, Größe des Systems? Welche Ideen hätten Sie denn, wie man dieses Ziel, die Größe klein zu kriegen, umsetzen könnte? Testgetriebene Entwicklung zum Beispiel, weil dadurch, dass ich immer einen Test schreibe und dann auch immer das implementiere, was den Test grün macht, fokussiere ich mich und danach refaktorisiere, fokussiere ich mich eigentlich auch schon darauf, dass ich nur das implementiere, was ich auch wirklich benötige und dass ich das dann auch wieder noch refaktorisiere, dass ich das dann noch kleiner mache. Mhm. Ja, absolut. Was jetzt zwar den Code nicht unbedingt kürzer macht, aber wenn man Generatoren verwendet, so der Basiscode ist natürlich kürzer. Der generierte wird möglicherweise länger, aber den muss ich ja nicht warten. Muss ich denn wirklich nicht warten? Ja, ich muss die Basis. Den Generator muss man warten. Den Generator.
sehr schwierig werden. Wenn man da gerne die Komplexität dann einbaut, die man dann vorher vorne nicht haben will. Ja, also, ja? Es fällt mir schwer zu glauben, dass die Gesamtgröße des Systems hier entscheidend ist. Ich kann aber nicht nur entscheiden, mit welchen Teilen ich beschäftigen muss. Entschuldigung, also, wenn meine Software auf einem Linux-System läuft oder auf einem Windows-System, habe ich vielleicht trotzdem letztendlich irgendwie in meinem Umfeld mehr Code, aber es ist entscheidend. Ich weiß nur die Größe des Codes, mit dem ich mich beschäftigen muss. Also wenn ich auf einem Subsystem arbeite, sind das nicht die Gesamtgröße des Systems. Mhm. Weil sie sagen, im Grunde nur die Größe entscheidend, aber es kann auch nur das entscheiden, wo ich mich konfrontiert bin. Ja. Insofern durch Kleinschneiden, wie das muss ich das Problem doch trotzdem in den Griff bekommen. Auch wenn mein Gesamtsystem sehr groß sein kann. Also, wenn die Einzelsysteme unabhängig voneinander sind, dann ist das wahrscheinlich valide. Das hat wieder mit dieser zyklischen Zusammenhängen auch zu tun. Wenn man eine bestimmte Komplexität hat, dann braucht man wahrscheinlich auch eine bestimmte Größe, um das überhaupt abdecken zu können. Aber solange man den Teil, die Teile dann trennen kann, dann ist das sicherlich genauso wie bei in Frage gestellt, ob man Architektur wirklich braucht. Also ich glaube, diese großen Systeme brauchen sie jemand, der das Gesamtsystem im Überblick hat, damit man dann Subsysteme erkennt und darauf fokussiert in der Entwicklung. Also ich glaube zum Beispiel nicht daran, dass man auf Architektur verzichten kann, was wir eigentlich ja propagiert haben. Also meine persönliche Überzeugung ist, jeder mag das anders sehen, dass es wesentlich ist, dass es einen Blick auf das Gesamtsystem gibt. Ohne den Blick auf das Gesamtsystem und die Qualitäten des Gesamtsystems kann ich solche Sachen ja gar nicht machen. Ich bezweifle, dass es richtig ist, dafür eine Person oder eine Abteilung zu haben. Ich bin der Überzeugung, dass es richtig ist, dass jeder Entwickler das selber hat, durch entsprechende Werkzeuge, die dann ihn über diese Sachen informieren, weil auch diese 30.000 Zeilen Code, die angeblich in ihrem Kopf drin sein können, da dachte ich auch nicht, weil sie können 7 bis 8 Entitäten in ihrem Kopf haben. Kommt die 9. dazu, fallen alle anderen runter. Das ist das, was die Vorrednerin gesagt hat, dieses Hierarchiebilden. 30.000 Zeilen Code hat keiner im Kopf. Und 300.000 oder 1 Million schon gleich gar nicht. Deshalb, also wir brauchen Werkzeuge, die uns dabei unterstützen. Die gehören aber nicht in die Hände von irgendwelchen Elfenbeinabteilungen, sondern die gehören in die Hände des Entwicklers. Weil, ich sag mal, der in Anführungsstrichen böse Code entsteht beim Entwickler. Und der gehört nicht hinterher gefixt, der gehört sofort gefixt. Das ist zwar richtig, aber es geht nicht. Nein, sie sagen jetzt immer gerne. Stimmt nämlich nicht. Das passiert nicht einfach, weil jeder mal 5 Minuten drüber nachdenkt. Das hängt sehr stark davon ab, mit welchen Skills diese Entwickler ausgerüstet sind. Wenn man ein agiles Team hat, das untereinander so gut zusammenarbeitet und die Leute so eine Ausbildung haben, dass sie sich an diese Architektur auch rantrauen und sich da selber die Gedanken machen können, dann funktioniert das. Aber wenn man Teams hat, die eher auf einem Junior-Level noch sind, dann muss man andere Möglichkeiten finden, um in solche Teams dieses Wissen dann auch reinzubringen. Und da sind irgendwo Architekten gefordert, aber sicherlich keine, die oben in einem Elfenbeinturm sitzen, die werden da überhaupt nicht helfen. An der Stelle, ich bin vielleicht Radikal-Agilist oder wie auch immer. Eine der wesentlichen Forderungen von der Agilität ist der Whole-Team-Approach. Das heißt, ich habe ein Team, was für alles zuständig ist. Dazu gehören alle Funktionen, da gehört der Kunde dazu, da gehören die Entwickler dazu, da gehört das Testing und die Implementierung und alles dazu. Und ich habe natürlich Leute unterschiedlicher Qualifikationen in dem Team, die sich dann auch gegenseitig helfen und gegenseitig eben auch mit ihren Qualifikationen, wie soll ich sagen, auf ein neues Level heben. Kann ja nicht sein, dass ich irgendwie Junior-Entwickler und Senior-Entwickler habe und die Junior-Entwickler bleiben 10 Jahre Junior-Entwickler, weil die nichts dazulernen.
und kriegen dann vielleicht mal nach 10 Jahren die Beförderung, weil sie 10 Jahre im Unternehmen sind. Also ich denke auch, dass der Architekt, das ist ja nicht so, dass es eine Person ist, weil es ist eine Rolle Architekt und die Rolle kann im ganzen Team quasi ausgespielt werden oder es kann eine Person sein. Und in diesem Fall soll es nicht mehr ein Elfenbeinturm sein, sondern er ist im Team dabei und das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass ein Architekt, dass die Rolle vertreten ist in irgendeinem Team. Das ganze, das Overview von dem ganzen Projekt, das kann man ja dann das ganze Team behalten, aber wie gesagt, mit den ganzen unterschiedlichen Junior, Senior und whatever, ist es halt nicht immer gegeben. Deswegen muss ein Architekt auf jeden Fall in einem Projekt da sein. Mindestens eine Person. Wie gesagt, als Rolle gebe ich Ihnen recht, unbedingt. Ich bin auch der weiteren Meinung, dass die Architektur genauso wie Dokumentation, sonstige Dokumentation, sich nur anhand des tatsächlichen Systems darstellen lässt und nicht als Papierbeklebung an der Wand, weil die ist morgen schon wieder obsolet. Und wenn ich eine Zielarchitektur habe, wie es muss so sein, es muss so sein, das geht an der Realität vorbei. Es sollte so sein, aber es muss so sein. Aber das ist ja genau dann das Verschulden des Architekten.